Weltweit sind die Waldbrände seit 40 Jahren Jahr für Jahr zurückgegangen. Das ist Fakt. Und trotzdem versuchen ARD und ZDF mit jedem Waldbrand uns Angst zu erzeugen. Da ist schon wieder in Borneo ein Waldbrand und da, ja, natürlich. Aber es sind insgesamt weniger geworden. Es geht euch gar nicht so sehr um CO2, sondern ihr wollt, dass wir nicht mehr Auto fahren. Das Exakt, ist das das, ist es. das steckt Und mehr dahinter. Zahlen. Es geht um mehr Geld, mehr Steuern, mehr Überwachung und natürlich, dass keiner mehr Auto fährt, Weniger nicht mehr Strom Freiheit, das verbraucht. ist das, was dahinter steckt. Da müsste es ja einen Aufschrei geben. Und der passiert aber nicht, weil diese Blase wird geschützt durch Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit heute Professor Dr. Fritz Fahrenhold. Fritz, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne, Marc. Du warst ja letztes Jahr auf meinem Event und hast wirklich einen sehr fulminanten Vortrag gehalten. Den Vortrag findet ihr natürlich in der Playlist. Ich werde ihn unten auch verlinken. Und auch dein Buch kann ich nur noch mal jedem ans Herz legen. Das war wirklich großartig. Die Leute haben es wirklich gefeiert und nach wie vor absolut aktuell, dein Vortrag. Und im Übrigen, kleiner Hinweis, ich werde dieses Jahr natürlich einen zweiten Teil des Events machen. Marc lädt ein, Teil 2, diesmal Zukunft gestalten. Gerne anmelden. Es sind immer wieder spannende Gäste dabei. Ja, jetzt aber natürlich die Frage, die jeden umtreibt. Wir haben jetzt von linker Seite gehört, von grünen Politikern, dass wir jetzt den ersten Winter ohne Atomstrom hinter uns gebracht haben und auch weniger Kohle verbrannt haben. Und das ist ein absoluter Erfolg. Und wir können mit erneuerbaren Energien, weil die immer wichtiger werden, den Wirtschaftsstandort Deutschland betreiben. Du als Experte, wie ist da deine Aussage dazu? Nun, die Kosten werden dabei natürlich ausgeblendet. Aber auch da muss man sagen, die Strompreise gehen wieder runter. Aber die Ursache dafür ist fatal, weil die Industrie weniger Strom nachfragt, und zwar minus 20%, ist natürlich der Strom jetzt billiger geworden. Auch die CO2-Kosten sind zurückgekommen, weil einfach die Industrie nicht so viel nachfragt. Das heißt also, bei jedem konjunkturellen Aufschwung werden die Strompreise wieder explodieren. Und was wir weiter nicht in Betracht ziehen, ist, wir dürfen uns nicht alleine an die Börsenstrompreise orientieren, sondern wir sehen, dass der Zubau von Wind und Sonne massive Zusatzkosten bedingt, Leitungsbau. Wird geschätzt, wir brauchen noch 400 Milliarden. Ja, das muss ja irgendeiner bezahlen. Das muss also am Ende der Kunde bezahlen. Wir kriegen jetzt eine Strompreiserhöhung durch 4 Euro Cent Netzkosten. Das muss jeder bezahlen. Aber wenn das auf die Industrie umgelegt würde, wäre das das Ende. 4 Euro Cent können wir nicht bezahlen. Kann Stahl, Aluminium, Kupfer, Chemie nicht bezahlen. Deswegen ist das bislang noch begünstigt. Aber wie lange hält die Politik das durch, dass die Bürger sagen, wir bezahlen diesen Netzausbau fast alleine? Denn die Industrie ist ja weitgehend, jedenfalls die energieintensive Industrie, von den Netzkosten befreit. Das wird nicht lange durchhaltbar sein. Und deswegen glaube ich, wir kriegen einen dramatischen Arbeitsplatzabbau, wenn die Warenkosten sich dann umsetzen. Und wir sehen ja, die Warnungen kommen ja nicht nur von Fritz Warnold, sie kommen vom Bundesrechnungshof, sie kommen von Vorstandsvorsitzenden der E.ON, Leo Birnbaum, und sie kommen von der Vorständin einer Netzgesellschaft, nämlich Katharina Reiche. Alle sagen, dieses geht zu Bruch. Ja, Katharina Reiche war auch schon bei mir zu Gast. Das Video werde ich auch gerne unten verlinken. Und du hast ja vor einem Jahr in deinem Vortrag als auch bei mehreren Interviews mit mir ja prognostiziert, dass diese Art der Energiepolitik uns Wohlstand kosten wird. Und ich meine, die Realität bestätigt dich ja nun. Wir sehen tatsächlich eine Art Deindustrialisierung. Wir sehen, dass die energieintensiven Unternehmen weniger produzieren, dass auch deswegen auch weniger Stromverbrauch. Parallel natürlich Brandbriefe der Verbände, der Handelskammern, aber auch der Unternehmen, die sagen, so geht es nicht. Nicht
weiter. Und parallel sehen wir ja auch, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil ein hoher Strompreis ist ja in jedem Produkt drin. Und wenn die Konkurrenz und die Mitbewerber, die anderen Länder um uns herum günstiger produzieren können, weil die günstigere Energie haben, dann geraten wir natürlich ins Hintertreffen. Also fühlst du dich bestätigt mit deiner Prognose und wird es noch schlimmer? Ja, es wird schlimmer, weil wir sehen ja jetzt schon, dass die Stromkosten durch die erneuerbaren Energien, die teilweise durch den Haushalt jetzt finanziert werden, massiv steigen. Ich will das kurz erläutern. Gerne. Derjenige, der ein Windkraftwerk betreibt oder eine Solarfläche betreibt, bekommt eine feste Einspeisevergütung für 20 Jahre. Bei dem Windkraftwerk sind das 7,35 €. Jedes Mal, wenn aber ein starker Wind weht, ist so viel Strom im System, dass der Preis sinkt, gen Null, manchmal wird er sogar negativ. Das heißt, es wird noch darauf gezahlt, dass das überhaupt abgenommen wird. Das machen gerne unsere Nachbarn, die Holländer und andere, die, wenn sie Geld dafür kriegen, Strom zu nehmen, ist ja so sensationell für die. Aber es würde ich auch mal bezahlen. Ja. Und das tut dann jetzt nicht mehr der Stromkunde, sondern der Bundeshaushalt. Herr Lindner hat jetzt ein Problem, weil immer dann, wenn sehr viel Wind da ist, kriegen die Windmüller trotzdem 7,35, aber die Börse zahlt ihm nur null. Und diese Differenz muss er bezahlen. Und das sind jetzt zusätzliche 8 Milliarden. Wir haben mit 10 Milliarden kalkuliert an, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 10 Milliarden Subvention. Das ist ja nun nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Und da kommen jetzt einfach mal so 8 Milliarden drauf, die er nicht hat. Er muss so sehen, wie er dieses bezahlt. Und das wird ja jetzt Jahr für Jahr schlimmer, weil natürlich der Strom kommt nicht immer dann, wenn wir ihn brauchen. Und die Speicher sind nicht da. Und die Netze sind nicht da. Darauf hat Leo Birnbaum hingewiesen, der Vorstandsvorsitzende von E.ON. Das ist ja nun nicht auch irgendeine kleine Bude, sondern das ist derjenige, der für die Verteilung in Deutschland von Strom zuständig ist. Und der hat gesagt, wir müssen aufhören, weitere Windkraftwerke zu bauen. Das müssen wir mal vorstellen. Das heißt also, das, was die Bundesregierung will, massiv bis 2030, nämlich 80% der Stromversorgung durch Wind und Sonne zu bauen und abzusichern, da sagt er, das nutzt nichts, weil wir kriegen den Strom nicht weg. Wir müssen erstmal die Leitung bauen und dann können wir darüber reden, wie wir anschließen. Aber jeder Neubau eines Windkraftwerks heißt am Ende das Problem verstärken, weil es gibt, der geht nicht weg, der Strom. Das heißt, du musst entweder abstellen. Das macht man übrigens dann auch, nicht? Das steigt auch Jahr für Jahr. Das ist jetzt im letzten Jahr 1 Milliarde gewesen. Das heißt, wir müssen uns mal vorstellen, es wird 1 Milliarde bezahlt von uns allen. Ob das nun der Steuerzahler ist oder der Stromkunde, ist doch völlig wurscht. Das sind wir, die Bürger, zahlen 1 Milliarde für nicht produzierten Strom, für Phantomstrom, für Strom, der Geisterstrom, nicht Geisterstrom, ja. Genau. Ja, Geisterstrom. Und das wird auch mehr, je mehr ich zubaue, ist doch völlig klar. Und dann gibt es noch die größte Idiotie, dass man dann auch noch glaubt, aus Beglückung des Südens, weil Windkraftwerke sind ja was ganz Besonderes, da sagen die Grünen, wir müssen das unbedingt in Bayern und in Baden-Württemberg machen. Und die beiden Landesregierungen sagen, ja, wir machen das jetzt auch. Allerdings ist es so, dass in Bayern und Baden-Württemberg der Wind nur halb so stark weht. Das ist aber energetisch schon ziemlich massiv. Das heißt, der Ertrag ist dann nur ein Achtel, nicht? Ein Halb mal ein Halb mal ein Halb. Es geht in der dritten Potenz. Und das bedeutet also, die sind alle völlig unwirtschaftlich da unten. Ja. Und deswegen hat die grüne Bundesregierung und der grüne Bundeswirtschaftsminister gesagt, wir müssen das Gesetz ändern. Und das hat er auch gemacht und hat dann für die Bayern und die Baden-Württemberg eine Ausnahmegenehmigung erteilt, dass die 50% mehr Subventionen kriegen. Die kriegen also jetzt nicht 7,35, sondern sie kriegen bis zu 11 €. Das müssen wir vorstellen, ja? Das heißt, jedes Windrad, was da gebaut wird, bezahlen wir alle in ganz Deutschland, damit das sich überhaupt rechnet. Also an den unwirtschaftlichsten Standorten wird erneuerbare Energie. Ich habe ja nun wirklich mein ganzes Wirtschaftsleben erneuerbare Energie gemacht. Und unser Ziel war immer, dorthin zu gehen, wo die Kosten am geringsten sind. Das muss doch das Ziel sein, oder?
Ja, macht Sinn, absolut. Das ist so wie Solarenergie in Alaska oder so. Ja, das ist da, das bringt nichts. Auch in Flensburg ist das nicht besonders prickelnd. Das heißt, Solarenergie macht man im Süden und Wind macht man im Norden. Und dazu braucht man Leitung, die haben wir nicht. Also ist das ein Desaster, was auf uns zukommt, kostenmäßig. Und aber auch, und darauf hat uns Frau Reiche hingewiesen, die hat gesagt, wenn wir die Kohlekraftwerke 2030 abstellen, haben wir 100 Blackouts. Das sagt jetzt nicht Fritz Warnold oder irgendwer, sondern sagt die Vorstandsvorsitzende eines der größten Regionalverteilers, nämlich für ganz Nordrhein-Westfalen ist die zuständig, ich glaube 8 Millionen Menschen, und sagt, wir müssten 100 Mal abstellen im Jahr und die Abstellzeit kann durchaus 21 Stunden dauern. Das ist doch ein Desaster. Sind wir jetzt im Entwicklungsland oder wo? Glaubt denn irgendjemand, dass man jemand nach Nordrhein-Westfalen als Investor locken kann für eine kontinuierliche Produktion, die Strombedarf hat, weil er weiß, oh Moment mal, kann sein, dass ich 100 Mal nicht produzieren kann. Das ist ein Desaster, ja, Offenbarungseid. Absolut, es ist eine Bankrotterklärung, aber man hat halt einfach Ideologie über Vernunft gestellt. Man hat dogmatisch einen Klimakodex erschaffen, den man anbetet. Das ist wie der Tanz um die heilige Kuh. Und man möchte jetzt, man hat diese Hybris, man möchte jetzt einfach diesen Klimawandel stoppen und die Welt retten. Und das natürlich steht über allem, deswegen werden Kosten überhaupt nicht in Erwägung gezogen und vor allem nicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt despektierlich bin, wenn man natürlich von Tuten und Blasen als Märchenbuchautor keine Ahnung hat. Und das ist ja der Wohlstandsverlust, den du ja schon vor einem Jahr in meinem Vortrag auf meinem Event prognostiziert hast und es scheint stattzufinden. Wir sehen ja, dass Unternehmen abwandern. Stihl zum Beispiel produziert sich in Deutschland, sondern geht in die Schweiz, was ja eigentlich ein Hochlohnland ist. Aber die sagen, hey, verlässliche Energie, günstigere Energie, langfristig günstiger als der Wirtschaftsstandort Deutschland. Und spätestens jetzt müsste doch der Politik irgendwie ein Lichtlein aufgehen, dass sie merken, wenn die Unternehmen gehen, heißt es weniger Arbeitsplätze, weniger Steuereinnahmen und wir haben weniger umzuverteilen nach unserer sozialistischen Ader. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast ja auch Kontakte in die Wirtschaft. Du hast schon erwähnt, die Frau Reiche, die waren ja vor 100 Blackouts pro Jahr ab 2030, wenn wir wirklich aus der Kohle austreten. Also ist es vielleicht die Idee, auch die Intention, weil du kennst ja vielleicht die Ulrike Herrmann mit ihrer Degrowth-Philosophie, dass man sagt, wir müssen in die Kriegswirtschaft, wir müssen weniger wachsen und wir können doch wie in den 70er leben. Sind wir da auf dem richtigen Weg, dass wir jetzt schrumpfen? Ist das vielleicht das erklärte Ziel? Ja, natürlich. Ich glaube schon, dass das hat ja der Staatssekretär Greichen im Bundeswirtschaftsministerium durchaus offen gesagt. Er hat gesagt, wenn die Industrie meint, sie müsste in preiswerte Stromerzeugungsländer gehen, dann sollen sie doch gehen. Und ich glaube, da steckt ein bisschen dieses Weltbild dahinter, Industrie, kapitalintensive Industrie, das ist eigentlich nicht deren Ding, nicht? Das ist so Fahrradwerkstätten, das finden die eigentlich so ein bisschen besser. Und schau dir doch mal an, die Vorsitzende der Ethikkommission hat vor 2 Tagen einen Bericht vorgetragen, Frau Buix heißt die, glaube ich. Ich glaube, die hat auch noch nie richtig in der Fabrik reingeguckt, aber von Ethik scheint sie ja offenbar sehr, sehr viel verstehen zu wollen. Und die hat erklärt, wir brauchen Nullwachstum. Wir brauchen Nullwachstum. Ich meine, wir haben Nullwachstum. Und alle kämpfen darum, dass es irgendwie besser wird. Und die erzählt uns, Nullwachstum brauchen wir aus Klimagerechtigkeit. Und jetzt muss man der Dame sagen, wissen Sie, was eigentlich jetzt passiert? Wenn wir diesen Kurs weitermachen, dann wird uns niemand in der Welt folgen auf diesem Weg hin zur Klimaneutralität. Ich bin ja sehr dafür, CO2 zu senken. Das ist ja nicht so, dass ich sage, mach mal ruhig alles mal weiter. Und CO2 ist ein Klimagas, macht jedenfalls eine gewisse Beeinträchtigung zur Erwärmung. Nicht dramatisch, aber wir sollten möglichst das, was wirtschaftlich vertretbar ist, dann auch tun, um CO2 zu vermeiden. Aber niemand in der Welt wird einem Land folgen, das sich selbst kaputt macht. Ja, die Chinesen lachen sich kaputt, liefern jetzt ganze Containerschiffe von E-Autos, weil die Deutschen so blöd sind, ihre eigene Höchsttechnologie, die sie entwickelt haben, auf den Schrotthaufen zu werfen und billige chinesische E-Autos zu kaufen, die nach 4 Jahren wegzuwerfen sind, weil die Batterie alle ist,
und der Wiederbeschaffungswert bei null ist und die E-Autos sich am Ende ja nichts anderes sind als eine teure Batterie mit einer Karosserie darum. Das ist alles, glaube ich, schon von einem Teil gewollt. Die Grünen haben ein anderes Wirtschaftsbild. Und jetzt kommt doch die Frage, warum haben unsere Gewerkschaften, warum haben die Arbeitnehmerorganisationen, warum schläft die SPD? Die müsste doch eigentlich der Buicks sowas ein auf die Mütze geben und sagen, meine liebe Frau, ja, wir kämpfen um hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland. Wir wollen das beste Kupfer, das beste Aluminium, das beste Stahl, die besten Chemikalien in Deutschland produzieren für die Welt. Und wir können uns vom gegenseitigen Haare schneiden, diesen Wohlstand nicht leisten. Das ist ein Abgesang auf den Wohlstand. Genau. Eine Bedrohung der Arbeitnehmer. Und deswegen müssten die Arbeitnehmerorganisationen aufstehen, tun sie aber nicht. Und das Schlimme ist, diese Position, die sich in der SPD verbreitet hat, aber das liegt natürlich auch an einer Veränderung der Mitgliedschaft in der SPD. Da sind eben einfach zu viele, ich sag mal, in Funktion gekommen, die auch noch nie eine anständige Steuererklärung gemacht haben, sondern abgebrochene Studenten sind Bundesgeschäftsführer. Ja. Dann ändert sich die Wahrnehmung und die Arbeitnehmer fühlen sich hier nicht mehr repräsentiert und das ist bedauerlich, wird aber am Ende dann dazu führen, dass sich das auch in Wahlergebnissen niederschlägt. Das bedauere ich sehr, weil die SPD hat große Verdienste gemacht zur Erkämpfung von Arbeitnehmerrechten und lässt die Menschen jetzt im Stich. Ja, das ist ja wie ein roter Faden durch die Parteienlandschaft in Deutschland, dass wir diesen Dunning-Kruger-Effekt überall erleben, dass viele mit wenig Ahnung, aber mit viel Meinung viel wissen wollen und dann das Land leider auf den falschen Pfad legen. Und deswegen sehen wir die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Deswegen haben wir ja auch die Bauernproteste und sehen ja auch, dass neue Parteien entstanden sind, weil die Menschen sich einfach nicht mehr irgendwie verstanden fühlen. Und diese Blase Berlin, die gibt es leider tatsächlich, kann ich nur bestätigen. Und es ist natürlich auch brandgefährlich für die Demokratie, wenn die Parteien wirklich so versagen wie aktuell mit einer Fehlentscheidung nach der anderen, egal ob Heizungsgesetz oder Corona, was es da alles gab, ne, wird ja anscheinend immer schlimmer. Aber diese Fehlentscheidungen fallen uns ja jetzt auch auf die Füße, auch monetär. Und die Menschen merken das halt im Portemonnaie, weil wenn sie tanken, wenn sie Stromrechnung bekommen, sie spüren es überall. Und wenn dann auch jubiliert wird, die Inflation sinkt, ja, sie ist immer noch, also die Preise sind immer noch teurer als vor 2 oder 3 Jahren. Und das ist natürlich leider schädlich für die Volksseele, habe ich so das Gefühl. Jetzt wegen dem Ethikrat. Der Ethikrat hat jetzt auch interessant gestern was verabschiedet, ne? Ging es ja auch wieder um Klimaneutralität und CO2, also teilweise mit drastischen Maßnahmen. Es soll alles teurer werden. Natürlich, die Lösung im Sozialismus ist immer mehr Steuern oder ums Klima zu retten, immer mehr Geld und mehr Steuern, mehr Abgaben. Aber jetzt geht es teilweise auch um Freiheitsbeschränkungen. Also hat man irgendwie Gefallen gefunden, schon während der Corona-Krise im deutschen Ethikrat. Und ich habe dann mal ein Flug pro Jahr. Ja, das sind nur ein Flug pro Jahr CO2-Konto, was ich vor 3 Jahren habe ich ein Video gemacht in Wien und habe gesagt, Leute, es kommt ein CO2-Konto, da wurde ich dann auch diskreditiert als Verschwörungstheoretiker. Jetzt ist die Dystopie aber Realität und das kennst du ja auch, du hast ja auch schon viele Anfeindungen erlebt, die unsachlich sind, weil man halt jemanden framen möchte, aber es ist ja so, egal ob Thilo Sarrazin, Fritz Fahrenhold oder Marc Friedrich, die Realität bestätigt uns immer irgendwann mal. Also da müssen wir immer sagen, sind wir auf der richtigen Seite der Geschichte mit unseren Aussagen, weil wir halt auch ein bisschen Ahnung haben im Gegensatz zur Gegenseite. Aber sachliche Argumentation gibt es selten. Der Diskurs ist ja flöten gegangen. Aber jetzt sehen wir der Deutsche Ethikrat um die Annalena Buicks und die habe ich dann auch mit Fakten konfrontiert und hat sie mich erstmal geblockt bei X, aber das ist ein anderes Thema. Aber Fakt ist, man möchte jetzt wirklich so eine Art, übergriffigen Staat motivieren. Man hat der Politik gesagt, man muss jetzt, um die Klimaneutralität zu erreichen, noch mehr Geld der Bürger einfordern, es muss alles teurer werden. Im Notfall müssen wir auch die Bürger vor sich selbst schützen, die zu viel verbrauchen. Was sagst du denn dazu? Ist es jetzt die komplette Orwellsche Dystopie des Wahrheits- und Klimaministeriums? Ja, es ist schon der Versuch einer, ich sage mal, eines soften Sozialismus, nicht, der vorgibt, weil die Menschen glauben, von sich, dass sie das Gute
vertreten, nicht? Das Wahre und Gute. Sie sind der festen Überzeugung. Ich meine, er hat ja wahrscheinlich sich nie mal mit der Frage der Klimaentwicklung beschäftigt. Nicht? Wenn er das täte, würde man sagen, also liebe Frau Burix, also das wird in Deutschland bis 2051 allenfalls 0,5 Grad wärmer. Und das ist nicht etwas, was einen Untergang bedeutet, sondern damit können wir ganz gut leben. Ich hätte eher große Probleme, wenn wir zurückkommen auf das Jahr 1860. Das ist ja sozusagen die Basis unserer Prognosen. Wir müssten wieder zurück auf 1860. Da war es bitterkalt und es war hatte mit Hungersnöten, mit Ertragsausfall in der Landwirtschaft zu tun, weil Kälte und ist für den Menschen immer schlecht gewesen. Aber ich glaube, sind solche Formate, wie du sie machst, so wichtig. Warum? Weil danke. Warum kann eine Frau Burix sozusagen solchen Unfug erzählen, der den Menschen schadet? Eigentlich müsste man doch erwarten, die erzählt das und alle sagen, sag mal, hat die nicht alle Tassen im Schrank? Das ist nur möglich, weil es einen Cordon gibt, der sie schützt, nämlich der Mediencordon des öffentlichen Rundfunks und vieler auch privater Medien. Denn eigentlich müsste jetzt durch die Bank die Medien müssen aufschreien und sagen, was hat die jetzt gesagt? Wir kämpfen gerade, wir sind das Schlusslicht aller Ökonomien in Europa und weltweit auf der Industrieländerseite. Man fragt sich ja wirklich, warum das so ungeschützt und unkritisiert weiter verbreitet wird. Eigentlich müsste doch jetzt auf eine solche Äußerung, die heißt, wir sollten bitte nicht wachsen und der Bedarf des Einzelnen muss heruntergefahren werden. Er darf nicht mehr so viel fliegen, nicht mehr so viel Auto fahren, seine Bedürfnisse müssen runtergefahren werden. Da müsste es ja einen Aufschrei geben. Und der passiert aber nicht, weil diese Blase wird geschützt durch Medien. Und deswegen ist sowas, was du machst, wie deine Sendung, so wichtig, weil wir eine Gegenöffentlichkeit produzieren müssen. Denn ich bin enttäuscht von denen, beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk habe ich nichts anderes erwartet, dass sie jetzt nicht sagen, Moment mal, könnten wir dazu vielleicht mal eine andere Meinung hören? Ich meine, es gibt ja drei in dem Ethikrat, die dem widersprochen haben. Aber auch das wird nicht ausdiskutiert, sondern man schützt diese Menschen, die eine ökosozialistische Perspektive haben und die Gesellschaft zu unseren Lasten umformen wollen. Und deswegen müssen wir uns auch auf solchen Kanälen verbreiten. Und das ist so erfolgreich, dass eine Gegenöffentlichkeit entsteht. Genau. Also deswegen, wenn du zum ersten Mal hier bist, bitte gleich Abo dalassen und natürlich auch weiterempfehlen, weil in der Demokratie ist es ganz wichtig, den Diskurs zu fördern und auch eine andere Meinung zu akzeptieren. Das ist gelebte Demokratie, das ist Pluralismus und daran leidet unsere Gesellschaft ja leider schon seit einigen Jahren, spätestens seit der Corona-Krise. Und deswegen bin ich auch dir, Fritz, natürlich unendlich dankbar, dass du auch den Mut, den Mumm hast, trotz des Gegenwindes, trotz der Kritik, der Stigmatisierung und auch des negativen Framings, trotzdem weiterhin Rückgrat beweist und auch deine Meinung offen sagst, weil du sagst, hey, ich bin hier Experte und ich sehe dies und das und langfristig wirst du ja auch von der Realität komplett bestätigt und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Arbeit weiterhin machst, weil du hast vollkommen recht, wir sehen eine Art Framing auch in den Medien, die alle so ein bisschen links nach links gerückt sind und jetzt haben wir dieses Thema Klima und es ist natürlich die heilige Kuh, darf man nicht kritisieren, wenn man es kritisiert, wird man sofort irgendwie diskreditiert und ist ein Leugner, egal was, Corona-Leugner, Klimaleugner, egal was, um einfach dem Diskurs aus dem Weg zu gehen, weil man vielleicht auch keine Gegenargumente teilweise hat, die Gegenseite. Ne? Ja. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Und wir sehen aber, dass die Realität uns ja auch einholt, weil, wie gesagt, der Bundesrechnungshof sagt ja auch, Leute, so wie ihr das gerade veranstaltet, wird das nichts. Und ich habe immer so das Gefühl, wir sind so der Geisterfahrer auf der Energieautobahn und alle kommen uns entgegen. Wir denken trotzdem noch mit einer gewissen Hybris, wir sind auf dem richtigen Weg. Und da muss ich zum Schluss nochmal Westerwelle zitieren, der ja gesagt hat, spätrömisch Dekadenz. Ne? Und hier leben wir gerade, habe ich so das Gefühl. Ja gut, es ist ein bisschen mehr. Es ist der Versuch, die Gesellschaft neu aufzusetzen in Richtung einer sozialistischen Orientierung. Das ist unverkennbar. Ja. Und das wird erleichtert dadurch, dass man die Schrecken und über die
Klimaveränderung und die Angst erzeugt. Ja. Um Gottes Willen, wenn ihr euch jetzt nicht so verhaltet, wie wir das wollen, dann wird es ganz schrecklich, dann brennt der Globus und dann zündet ihr die Welt an. Und da wird überhaupt nichts angezündet, sondern wir werden ganz munter weiter gut leben in Deutschland. 2051 werden wir gerade vielleicht mal 0,5 Grad mehr haben, was eher positiv ist als negativ. Alle diese die positiven Eigenschaften, die sich jetzt entwickelt haben, die Erde wird grüner, darüber diskutiert man nicht, sondern man hebt jeden Waldbrand, der irgendwo entsteht, hervor, um Angst zu machen. Aber Fakt ist, weltweit sind die Waldbrände seit 40 Jahren Jahr für Jahr zurückgegangen. Das ist Fakt. Und trotzdem versuchen ARD und ZDF mit jedem Waldbrand uns Angst zu erzeugen. Da ist schon wieder in Borneo ein Waldbrand und da, ja, natürlich. Aber es sind insgesamt weniger geworden. Warum? Weil wir uns an die veränderten Klimabedingungen anpassen können und durch Satelliten wird jeder Waldbrand viel früher erkannt und er kann bekämpft werden. Deswegen sind ja die Todesfälle durch Umweltkatastrophen massiv zurückgegangen, nicht raufgegangen, wie die alle. Immer wenn ich das erzähle, denken die, Arno, das kann doch nicht sein, das höre ich doch jeden Abend an. Und das ist sozusagen, die Klimakatastrophe ist der Transmissionsrüben in die sozialistische Gesellschaft. Das ist leider so. Und deswegen müssen wir auch darüber diskutieren, wie schlimm ist denn eigentlich eine 0,5 Grad wärmere Welt? Ist das wirklich so katastrophal? Erinnern wir uns vielleicht in der Geschichte mal zurück, wann es den Menschen richtig gut gegangen ist. Das war im Hochmittelalter, als es so warm war wie heute. Da war in England Weinanbau. Ja, das war für die Engländer ganz nett und keine Katastrophe. Ja. Und deswegen ist dieses Mantra Klima und du bist, das ist eine, auch schon ein Religionsersatz geworden. Ist es, nicht? Dass ist man es. Sozusagen das Fegefeuer sozusagen, wenn du dich nicht anständig verhältst, dann landen wir alle im Fegefeuer. Und das ist eine unglaublich kräftige, machtvolles Instrument, wenn man den Menschen Angst hat. Deswegen, wir müssen den Menschen Angst nehmen. Und das tue ich auch, indem ich permanent Leute sage, ja, es wird wärmer. Und das ist auch hier und da sicherlich etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Wir können uns auf die meisten Herausforderungen gut einstellen. Und das, was wir tun allerdings in Deutschland, ist so, als ob wir sozusagen als Erste betroffen wären. Und wir sind das Land, das am meisten gemacht hat an der CO2-Minderung und fühlen uns trotzdem schuldig. Das ist doch der Schuldkomplex, der deutsche Schuldkomplex, ja. Ja, verrückt. Ja, aber ich bin ganz bei dir, diese Angststrategie, die wird auch immer offenbarer und ich glaube, immer mehr Menschen realisieren auch das, weil die Welt wird nicht untergehen. Das bemerken jetzt auch die Menschen, dass es so schlimm schon nicht werden wird, ne? Und die Welt hat schon viele Klimawandel durchgelebt, ja. Mindestens vier, die ich aufzählen kann, und das ist natürlich vollkommen recht. Kaltzeiten, Kälteperioden sind viel gefährlicher für die Menschheit wegen Hungersnöten, wegen schlechten Ernten, weil erfrieren tut man eben schneller, als dass es einem zu heiß wird. Und man muss die Leute einfach aufklären, weil sobald man das Thema CO2 überhaupt nur erwähnt, wird man ja gleich in eine Schublade gesteckt, ne? Klimaleugner. Und das ist ja sowieso die Höchststrafe in Deutschland, wenn man irgendwie ein Leugner ist, beginnt er mit Holocaustleugner. Und es ist wirklich schade, dass dieser Diskurs nicht mehr stattfindet. Aber Fakt ist ja auch... Schau mal, die aktuelle Diskussion, nicht? Es wird ja geführt dadurch, dass man sagt, ja, der Januar war der wärmste Januar und 2023 war das wärmste, alles schrecklich. Wir sind ja kurz davor. Ja. So, keiner von denen eigentlich... Qualitätsmedien sagen, Moment mal, warum ist es in 23 wärmer geworden? Wir haben einen der größten El Niños. El Niño bringt etwa 0,5 Grad weltweite Erwärmung. Darüber wird gar nicht diskutiert. Das ist ein natürlicher Effekt, den wir haben. Dann haben wir noch diesen Hunga Tonga, diesen Wasservulkan, der 10% mehr Wasser in die Atmosphäre, in die Stratosphäre gebracht hat. Auch das führt zu Erwärmung. Das sagen alle Wissenschaftler. Ich höre es nicht im Rundfunk. Als ich gewollt ist, Fritz. Man nimmt nur die Sachen, es ist Cherrypicking. Man nimmt die Informationen, die ins Narrativ passen und alles andere wird ausgeblendet. Dass in der Antarktis neue Eisflächen entstanden sind.
Nichts sagen. Nur wenn irgendwo eine Katastrophe ist, wenn irgendwas mit die Antarktis abkühlt, das wird auch nicht berichtet. Es könnte ja irgendwie verirren. Und das ist eben oder der Schnee im Winter. Ich weiß nicht, diese absurden. Wir hatten ja irgendwie Schnee. Da kam ja diese Nachrichten. Ja, trotzdem ist es ein Zeichen dafür, dass das Klima sich negativ verändert. Also man. Der Schnee ist wärmer geworden. Genau. Was für Clowns, ne? Da kann man nur lachen, ja? Aber na klar, weil die sind natürlich auch mit der Realität konfrontiert und müssen jetzt überlegen, wie können wir unsere Lügen aufrechterhalten? Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir doch auch immer mehr werden und dass die Leute sich einfach von diesen Informationskanälen abwenden. Sie versuchen das ja immer wieder abzuschrecken und wenn es nicht hilft, dann wird eben ein Demokratiefördergesetz ins Land gebracht, sodass solche Gespräche, wie wir sie führen, in Zukunft wahrscheinlich schwieriger werden. Das muss man offen sehen. Du hast ja vielleicht auch vom Digital Service Act gehört, ne, der auf der europäischen Ebene stattfindet, dass in Zukunft ja auch nicht nur rechtswidrige, sondern auch ja anderweitig schädliche Informationen gelöscht werden können. Das heißt, YouTube unterhalb der Strafbarkeit wird jetzt gesagt, alles, was sozusagen der Regierung, wenn du kritisch gegenüber der Regierung bist, ist ja sehr schnell gesagt, dann bist du ja sozusagen staatskritisch. Ja? Ja, und genau. Das ist die große Gefahr, dass sozusagen die Identität von Regierung und Staat, das ist hatten wir schon mal, das war in Ostdeutschland so, also in der DDR so, nicht? Das war und wir haben ja gerade eigentlich eine Verfassung, die uns vor Übergriffen der Regierung schützen sollte und nicht umgekehrt. Aus Lehre der Geschichte, die wir im Nazireich hatten, als auch im Kommunismus. Und ich kann nur noch mal warnen, der Sozialismus hat noch nie funktioniert, liebe Leute. Er klingt immer verführerisch, aber er ist eine Falle, weil Sozialismus macht immer arm, erzeugt immer Tote und endet immer in einem Desaster. Sonst müsste es doch Venezuela und die DDR so, super gut gehen und immer noch geben, tut es aber nicht. Sozen sind die wahre Gefahr, alles Linke und wir sehen Sozialismus. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, wir erleben so eine Art Klimasozialismus. Alles gleich machen und immer mehr Umverteilung, immer mehr planwirtschaftliche Maßnahmen, dass Habeck auch dann sagt, wer was produzieren soll und wie viel sie produzieren sollen. Jetzt kommt der Ethikrat und sagt so, und oft dürfte noch in Urlaub gehen. Das ist DDR 2.0, das muss den Leuten klar werden. Aber das Schöne ist eben, dass sich das die Menschen nicht gefallen lassen. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, jetzt fängt sogar die CSU an, für die Europawahl zu sagen, also das mit dem Verbrennerverbot, das müssen wir uns noch mal überlegen. In Anwesenheit von Frau von der Leyen, die das ja verbrochen hat, als Kommissarin, Kommissionsvorsitzende, sagte Herr Söder, also das mit dem Verbrennerverbot, das müssen wir jetzt mal ändern. Das ist aber interessant, denn ich meine, die CDU hat dafür gestimmt im Europaparlament. Und jetzt merken sie, der Druck ist so enorm, dass die Leute sagen, sag mal, habt ihr nicht alle Tassen im Schrank? Ihr wisst doch genau, wenn 40 Millionen E-Fahrzeuge hier rumfahren, dann kann die Stromversorgung nicht gesichert werden zu jeder Zeit. Und deswegen haben sie ja schon das Gesetz vorbereitet, dass man dann ein paar Stunden eben keinen Strom mehr kriegt dafür. Tanken auf Zufall. Nicht. Es ist ja auch nicht praktikabel, stundenlang zu warten. Aber das Schöne ist ja eben, dass die jetzt merken, wir erreichen die Menschen gar nicht mehr. Wir müssen ihnen schon ein bisschen entgegenkommen. Und das ist die große Chance, dass wir auch jetzt denen, die zuhören, sagen, Leute, geht zur Europawahl und zeigt dort denen die gelbe Karte, die uns jetzt die letzten fünf Jahre die Gebäuderichtlinie besorgt haben. Nicht? Das heißt also, da kommt ja noch was auf uns zu. Möglicherweise Sanierungsaufwand für viele Millionen Wohnungen, die uns den Verbrennerverbot besorgt haben, die uns eine Landwirtschaftspolitik besorgt haben, die am Ende die Produkte teurer gemacht haben und die Landwirte an die Grenze ihrer Wirtschaftlichkeit gebracht haben. Sie haben 10% eurer Fläche dürft ihr gar nicht mehr beackern. Und ihr müsst runter mit dem Dünger und ihr müsst runter mit den Pflanzenschutzmitteln. Und am Ende heißt das weniger Ertrag, auch für die Bauern. Und das fängt jetzt so langsam an, sich durchzusetzen. Ich glaube, kein Bauer wird noch diese Politik wählen. Und das muss eine richtige Klatsche werden. Und das Schöne ist ja, dass in allen anderen Ländern die bürgerlichen, die marktwirtschaftlichen Parteien
eher zugewinnen. Ja. Portugal ist jetzt das letzte Beispiel, Holland, das sehen wir überall. Da heißt, Europa hat die Chance, eine wirkliche politische Wende zu bekommen, dass da nicht permanent, haben wir doch den Eindruck, und Europa kommt nur etwas in Richtung Gleichmacherei, anti-marktwirtschaftlich, Steuern des Einzelnen. Und das ist eine Entwicklung, die wir selber stoppen können, indem wir zur Wahl gehen und sagen, nee, die kriegen keine Stimme von mir. Ja, da kann man nur hoffen, dass es so passiert. Aber wir wissen ja auch, bei der letzten EU-Wahl war ja Manfred Weber, wurde gewählt und dann wurde Ursula von der Leyen eingesetzt. Deswegen muss man gucken, ob es doch nur eine Fassadendemokratie ist und ob nicht irgendwas wieder passiert. Aber um nochmal auf die E-Mobilität zurückzukommen, wir haben ja gesehen, durch die Subventionsspirale hat man ja versucht, die E-Autos voranzubringen. Kaum war die Subvention von 6.000 Euro pro Auto weg, sind die Verkäufe eingebrochen und jetzt sind die ganzen Autohäuser voll mit E-Autos, die keiner haben will. Parallel enormer Wertverlust. Und die Praktikabilität der E-Autos ist halt auch nicht wirklich sexy, wenn man in Skiurlaub fährt und irgendwie 8 Stunden warten muss, bis man laden kann. Also die andere Frage. Man muss sich ja mal wirklich vorstellen, Fahrzeuge, die null Emissionen an CO2 hätten, also wenn sie so, wenn man heute mit Kraftstoffen fährt, wie Biokraftstoffen oder synthetischen Kraftstoffen, würde man genauso wenig, wahrscheinlich sehr viel weniger CO2 emittieren, denn wir dürfen ja nicht vergessen, die Batterie ist in China gemacht worden mit Kohle. Nicht? Das heißt, wir brauchen erstmal 80.000 Kilometer, müssen sie fahren, bis das E-Auto überhaupt auf ein Level kommt des Diesels. Ja, der Diesel ist bis 80.000, 100.000 Euro viel CO2 günstiger. Wenn der dann auch noch, ich sag mal, synthetischen Kraftstoffen fährt, ist der vergleichbar. Und trotzdem wollen sie es nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Trotzdem soll es nicht gemacht werden. Man muss denen wirklich sagen, Leute, ihr habt am Ende ganz was anderes vor. Es geht euch gar nicht so sehr um CO2, sondern ihr wollt, dass wir nicht mehr Auto fahren. Exakt. Das steckt dahinter. Es geht um mehr Geld, mehr Steuern, mehr Überwachung und natürlich, dass keiner mehr Auto weniger fährt. Freiheit, das ist das, was dahinter steckt. Weniger Freiheit, der Einzelne darf nicht mehr entscheiden, wann und wo er fahren kann. Wir teilen dir das zu. Ja, so wie Freiheit auf Marke. So hatten das, war das in der DDR. Da konnte man auch nicht jederzeit wohin fahren. Ja. Das ist sozusagen, das ist eine tolle Perspektive für diejenigen, die glauben, dass sie es besser wissen als die Bürger. Wir wissen es besser, sondern wir sind auch in der Lage, es dann besser zu machen, indem wir euch kujonieren. Das ist das, das unterstelle ich dem mal. Die wollen die Welt retten, alles, da ist möglicherweise gar kein böser Wille dabei, aber da ist eine Arroganz der Macht dahinter, die sich am Ende in sozialistische Instrumentarien flüchtet, um die Menschen zu dem zu zwingen, was sie für gut erachtet haben. Und dem müssen wir Einhalt gebieten. Und deswegen sind solche Sendungen so wichtig. Und ich komme immer wieder gerne zu dir. Super, und das werden wir auch wiederholen auf jeden Fall. Mich würde es natürlich interessieren, ob dir dieses Interview gefallen hat. Dann gerne einen Daumen nach oben geben, lass ein Abo da und teilt dieses Video kräftig, weil die Nachricht muss raus. Fritz hat vollkommen recht. Die Ziele, also der Weg wie heißt es so schön, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Und auch wenn man hehre, noble Ziele hat, aber wir sehen eine Zentralisierung von Macht, wir sehen immer mehr einen übergriffigen Staat. Und ich glaube wirklich, dass Deutschland oder auch Europa an einem Scheideweg steht und brandgefährlicher Scheideweg zwischen Demokratie und vielleicht sogar eine Art sozialistischer Klimadiktatur. Und schreib mal rein, was du darüber denkst. Und wir haben es ja gesehen mit Heizungsgesetz, übergriffiger Staat, mehr Abgaben, Gebäuderichtlinien der EU und so weiter, Zwangssanierungsmaßnahmen, alles, was da kommen soll. Und die Lösung, ums Klima zu schützen, ist immer eins, mehr Geld. Also man muss immer mehr Steuern erheben, immer mehr Abgaben und es kann nicht die Lösung sein. Lieber Fritz, es war wie immer ein Feuerwerk mit dir. Es macht immer wieder Spaß, dass man jemanden hört, der klar und mit Sachverstand was ausdrückt und eben nicht unter dem Dunning-Kruger-Effekt leidet. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du den Zuschauern mitteilen möchtest, außer dass sie zur Wahl gehen sollen und natürlich dich wieder einschalten sollen, wenn du zu mir auf den Kanal kommst? Also ich will den Menschen Mut machen. Ja? Die Nachrichten, wenn wir die jeden Tag lesen, die können einen ja wirklich frustrieren. Das stimmt, aber ich will den Menschen Mut machen. Ich fahre Land auf, Land ab durch die Lande und dann sitzt mal hier 100 und da mal 200 und manchmal wird das dann auch mit Video aufgenommen, dann sehen das Zehntausende. Und ich sage Ihnen, wir werden immer mehr.
Wir werden immer mehr und es wagen immer mehr Leute, sich auch zu äußern und auf einer Veranstaltung zu sagen, ich bin Inhaber der Firma so wie noch und ich sage mal, wie ich die Welt sehe und wie mir zugesetzt wird an Bürokratie und an, an Kosten. Das heißt also, Sie sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Seid alle bitte Multiplikatoren, genauso wie Fritz. Habt den Mut, macht den Mund auf. Und ich weiß, jeder hat Angst, diskreditiert oder geframed zu werden. Aber es ist so wichtig, in Zeiten wie diesen Rückgrat zu beweisen und mutig zu sein. Und Mut wird immer belohnt. Und aus dem Grund machen wir ja auch dann das zweite Event, Marc lädt ein. Und diesmal geht es tatsächlich um Zukunft gestalten, um den Menschen Hoffnung zu geben, eine Vision zu geben, dass wir eine andere Energiepolitik haben können, anderes Geldsystem, eine andere Gesellschaft und ein anderes Wirtschaftssystem. Und deswegen gerne, wer kommen möchte, am 3. und 4. Mai nach Metzingen. Ich werde es unten nochmal verlinken. Es gibt noch einige Tickets. Fritz, dir Erfolg bei deinem Tun und ich hoffe, dass wir uns auch wieder mal in Persona treffen und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen so können, sobald die nächsten idiotischen Ziele der EU oder der Bundesregierung bezüglich Energiepolitik verlautbart werden. Ja, vielen Dank. Schönen Gruß. Schönen Mach's Tag. Gut.